Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde No Man's Sky im Voucher und im Gag, Alterle. Wir stehen im roten Bereich unserer kleinen Basis, unserer Großgärten, Leute. Rot bedeutet Kohlenstoffproduktion, da haben wir das letzte Mal was reingetan. Ich würde nochmal eben was durchlaufen lassen und zumindest die drei Außencontainer noch hinbasteln für die zweiten großen Maschinen. Ihr seht auch, ich habe tatsächlich hier keinen Bewuchs heute, den ich ernten kann, weil ich zwei Folgen am Stück aufgenommen habe, ne? Da wächst natürlich das Zeug so schnell nicht nach. Aber wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Und ich würde heute die Warpsprünge machen für den Meilenstein, für den Riesenstein, Leute, dass wir so oft gewarpt sind, also 40 Mal. Weil es stand in den Kommentaren, das könnte ein Trigger sein, ein zweiter für die Abyss-Quest-Reihe. Wir probieren es einfach. Die tun wir jetzt mal hier rein. Ich würde sagen, dann gehen wir direkt nochmal eine Fuhre durchlaufen lassen. Peng. Die Geschichte läuft. Weil jetzt können wir nämlich Materie herstellen, wenn ich es richtig weiß. Materie. Die Gehäuse habe ich schon gebaut. Und ich brauche chromatisches Metall. Normalerweise 100 Stück. Ich guck mal eben durch. Chromatisches Metall haben wir mit Sicherheit noch rumliegen. Natürlich im Exo-Fahrzeug. Und das wiederum stand, glaube ich, im gelben Bereich drüben. Das habe ich noch nicht so raus, wann ist wo hob. Aber ich kann doch das jetzt hierher spawnen normalerweise, oder? Sollen wir das mal eben probieren? Wenn nicht, laufe ich tatsächlich nochmal außen rum, meine Lieben. Ich glaube aber, dass wir das, je nachdem wie die Reichweite ist. Unser Gag, der ist richtig fit. Kannst du nichts sagen. Ich finde ja geil, dass da oben die ersten Maschinen laufen und später drei Maschinen da hinten hängen werden. Produktionszweig für Produktionszweig. Ja, klar geht es. Und hier waren die Materialien drin, ne? Bemba. Bembale, sage ich da nur. Bembale. Kurz mal reinkopft. Da ist es. Chromatikal. Chromatikal. Dann gehe ich hier nochmal kurz rein. Moment mal. Ich kann irgendwie. Doch, das funktioniert schon, aber du musst es halt immer irgendwie anders machen, Wouch. Deswegen kommst du durcheinander. So, und jetzt kann ich Antimaterie machen. Eine. Zwei. Drei. Vier. Fünf Stück kann ich herstellen. Ich habe fünf so Dinger. Fünf. Und jetzt kann ich normalerweise. Wie weit bin ich denn vom Raumschiff weg? Objektteleportation aktiviert. Ah, Objektteleportation aktiviert. Jetzt erkenne ich das das erste Mal, Leute. Das heißt, ich kann jetzt Warpzellen bauen hier. Fünf Stück. Einmal ist noch geladen. Oder warte mal, lass mich mal hier schauen. Nee. Fünf Stück haben wir jetzt gemacht, richtig? Viermal warpen muss ich noch, dass ich den Erfolg bekomme. Das machen wir heute, wenn wir mit den Baumaßnahmen fertig sind. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Hier übrigens, Leute, bei manchen Dingen muss man einfach ein Teestück nehmen. Ich muss immer noch so lachen. Ich finde es immer noch gut, Leute. Ich fieber doch auch mal so mit, wenn ich was mache, ne? Jetzt pass auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, wir haben die Mats. Wenn nicht, muss ich gleich nochmal ins Fahrzeug. Ich gehe hier rein. Am liebsten habe ich es aus Glas. Bäm. Magnetisiertes Ferrit und Glas fehlt uns. Muss ich gleich nochmal raus. Geil, oder? Guck mal, da die drei. Okay, magnetisiertes Ferrit und Glas. Da kümmere ich mich jetzt gleich drum. Und noch mehr Glas. Also, Alterle. Nicht lang rumgefackelt. Glas kannst du dir herstellen. Du brauchst. Wie viel habe ich denn jetzt gebraucht? Eins für hier. Ich mache mal 10 Stück. Wam, 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 wam. Und magnetisiertes Ferrit müssten wir eigentlich auch noch im Koloss haben. Wenn wir nichts haben, Leute, aber Ferrit-Zeugs. Alles klar, nochmal rein in die Butze. Zack, zack. Bäm. Dann sieht es gut aus. Jetzt bräuchten wir hier allerdings Räume. Ach, ich hält. Ich wollte ja da gar keine Biokuppeln hin haben. Entschuldigen Sie bitte, Euerle. Ob ich Sie ein bisschen aufkäuten? Dann haut es wieder in den Koloss zurück. Chromatisches Metall kann in der Koloss zurück. Magnetisiertes Ferrit kann in der Koloss zurück. Das verkaufen wir beim nächsten Mal. Solanium kann in den Roamer, der allerdings nicht in Reichweite ist gerade. Und, liebe Leute, jetzt bin ich etwas verwirrt. Was habe ich denn gebraucht? Normales, reines Ferrit, glaube ich, ne? Dann müssten wir eigentlich hier reingehen können. Reines Ferrit hole ich dann schon mal in den Exo. Reines Ferrit, Exo, passt.
Du musst eigentlich nur in dem Spiel ein bisschen drin bleiben. Ich schaff's ja nicht immer jeden Tag zu zocken. Deswegen ist manchmal bei mir so ein bisschen, wie war das nochmal? Hier kommt ein Raum hin. Ach, zu wenig reine Sphärit, die sind zu teuer. Das habe ich mal gar nicht gemerkt schon wieder. Geh nochmal hier rüber geschwind. Reine Sphärit, reine Sphärit. Und wieder ins Räumsche, Bäumsche. Stopp. Und dann die Geschichte hier. Könnten es natürlich auch mit Leitern und so lösen, aber ich finde die Leiterlösung in den Räumen noch nicht wirklich ideal. Das gefällt mir einfach noch nicht. Ich muss kurz rüber auf die Foundations. Ja. Da gefällt mir das jetzt sogar. Ich sag mal, wieso sind denn die Stelzen eine Silber und eine Gold? Ich mach die jetzt nochmal weg. Ich hätte die gerne gleichfarbig gehabt, verstehst du? Jetzt sind sie gleichfarbig. Sag mal, kannst du eigene. Kann man einzeln die Säulen vielleicht färben? Habe ich da mal was rumgespielt? Pass mal auf, jetzt bin ich mal gespannt. Mit. Ich meine, wir sind ja hier im Rot. Nee, ne? Komische Geschichte. Aber die sieht doch jetzt auch anders gefärbt aus hier. Egal. So, meine Lieben, das will ich mir von oben natürlich angucken. Wir gehen kurz in den Fotomodus. Jetzt haben wir ja wirklich gravierend zwei Seitenarme umgebaut. Das muss ich mir angucken. So, einmal abheben. Ich drücke immer Space zum Abheben. Also, da brauchen wir Licht. Das musst du dir halt einfach angucken. Leute, wir können jetzt auch noch zwei Biokuppeln dran schrauben. Dann haben wir wirklich genug, um die Maschinen zu beliefern. Aber da sowieso immer bloß ein Slot gefüllt werden kann und ich nichts so auf Vorhalte reinlegen kann, ist es nicht so wichtig. Dann gehen wir hier rüber. Das sehen wir jetzt rechts den Seitenarm und links. Links haben wir mehr Kuppeln wie rechts. Das finde ich super. Das ist richtig so. So muss es sein, Leute. Angepasstes Mischverhältnis. Ich mag das. Ich mag das, Leute. Alles klärle. Ja, das gefällt mir. Jetzt pass auf. Hier haben wir einen Eingang schon drin. Das ist sehr gut. Lali. Lali, 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 lalümle. Ich könnte den ganzen Tag hier verweilen. Du hast nicht schon wieder die neue Quest, ne? Bei dir war ich nämlich erst. Ja, das haben wir schon mal gehabt. Da lacht er uns aus. Und das gönne ich ihm jedes Mal, weil ich mir nicht sicher bin. Sodele. Kurz rüber. Die Warpzellen haben wir gemacht. Jetzt bräuchte ich tatsächlich hier eigentlich einen eigenen Container. Ich finde es super. Natürlich müssen wir die Maschinen noch bauen, ne? Große Raffinerien. Ich glaube, ich habe die Mats für eine große Raffinerie nicht. Die würde ich übrigens so installieren hier, Alter, ne? Dass man direkt drauf zuläuft. Für die große Raffinerie fehlen mir die Mats. Hihi. Ich könnte natürlich auch eine kleine hinmachen. Gefahrenschutz, mittlere Raffinerie, große Raffinerie. Ja, Leute, also die müssen wir praktisch vorbereiten, die Mats. Ist aber kein Problem. Dann kommen hier entsprechend die Dinger rein. Und da möchte ich natürlich hier auch voll verglast haben später. Ich will da rausgucken können. Geh mal in die Fenster. Wir haben die Möglichkeit, die zu setzen. Wir haben die Möglichkeit, die zu setzen. Sobald ich ionisiertes Kobalt habe und Glas. Glas wären noch welche da. Ionisiertes Kobalt haben wir bestimmt auch noch irgendwo. Kobalt. Da ist noch ein bisschen. Komm, das verbauen wir noch geschwind, Leute. Und dann ziehen wir los. Dann ziehen wir los, habe ich mir überlegt. Gibt es hier noch irgendwas, was ich coolerweise da einbaue? Türen könnte ich natürlich einbauen. Das muss aber nicht sein. Nö. Bäm. Bäm. Scheiße. Färben willst du es auch noch immer gleich. Es wird halt einfach nur gut. Bauen nicht möglich? Ach so, wenn ich während dem Baumenü das drücke, macht er mir natürlich den Vorschlag. Ist klar. Jetzt hat er es gefärbt. Das ist doch super. Es ist doch super, Leute. Weiter rein. Also, mir macht es saumäßig Spaß. Haben wir eigentlich, was haben wir gerade für eine Aktion laufen? Was haben wir gerade für eine Aktion laufen von Bildern? Die Galerie wird ja so geil auf der Homepage, Leute. Jetzt sind wir momentan, haben wir Schiffe gehabt, mein Schiff. Und atmosphärisch. Ich würde das Thema atmosphärisch gerne noch ein bisschen laufen lassen. Vielleicht machen wir es mal so, Leute, dass ihr einfach im Verlauf der Woche, wie gesagt, immer nur, wenn ihr Lust habt, schickt mir doch mal Bilder von eurem aktuellen Planet, wo ihr gerade unterwegs seid. Ob ihr da auf Mission seid oder ob ihr da was baut, ist ja eigentlich wurscht. Einfach mal ein Landschaftsbild von dem Planet, auf dem ihr gerade
aktiv irgendwas zu machen habt. Und wenn es einfach ist, wenn ihr das jetzt hört und ihr geht nachher spielen auf dem Planet, auf dem ihr dann seid, einfach mal einen Screenshot machen mit Mendle drin. Es kamen übrigens ein paar richtig gute, die praktisch hier diese Emotes, wo sind die? Wo sind denn die Emotes? Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das überhaupt kann, wenn ich hier drin bin. Das fand ich super. Da war ein Bild dabei, da war das Emoji. Also dieses, müsst ihr euch angucken. Weil ich schwärme da immer so ein bisschen, es tut mir leid. Ne? Ich gehe hier auf Gesten. Ich habe natürlich noch keine Gesten gekauft. Ne? Also wenn du jetzt hier den Alderle so winken lässt, ich kann den Fotomodus. Das habe ich doch schon mal hingekriegt. Alderle, wie haben wir das gemacht? Ich habe praktisch zeigen gedrückt, bin dann hier so raus und habe dann so gemacht. Im richtigen Moment muss man ein bisschen abpassen, ne? Und dann kannst du hier halt. Dann kannst du halt, hier ist Mendle. Einfach ein Landschaftsbild, wo er Mendle drauf ist oder so. Wie ihr Bock habt, Leute. Auf jeden Fall Thema Landschaft, da wo ich gerade bin. Das wäre super. Also, ich würde sagen, wir haben es soweit durch. Ich gehe ein bisschen aufräumen geschwind. Zeit haben wir nämlich noch. Dann machen wir diese vier Warpsprünge. Drei machen wir hintereinander. Und am vierten werden wir irgendwo runtergehen, auch ein bisschen farmen. Ich will diese Wiederherstellungsmodule noch gleich holen, damit wir das letzte Exo-Fahrzeug uns holen können. Also perfekt, also die Sache läuft. Das will ich einmal hier rüber spiegeln. Nur für den Notfall, wenn wir wirklich mal viel brauchen am Stück. Ist ja kein Sandbox-Modus hier, ne? Dann kann ich mir das Zeug schnell und gemütlich ranholen. Außerdem kriegen wir unseren Froststoff verwertet dann. Alles klar, was wollte ich machen? Ich wollte ein bisschen aufräumen. Stopp, Brems, Alterle. Guck mal ganz kurz hier rein. Siehst du? Das ist das Problem. Die müssten jetzt alle in den. In den Roma eigentlich. Wo ist denn der? Wo ist denn das Romachen? Schalalala. Ich weiß nicht. Ist der wieder weg oder? Ich muss kurz raus. Der müsste doch nochmal angezeigt werden, dann der Kollege. Hier ist er. Wenn ich jetzt hier reingehe, müsste er doch normalerweise in meiner Auswahl drin sein. Ah, da ist er doch. Was habe ich da wieder überlesen? Noch hat er auch Platz. Da können wir so viel Glas machen, Leute. Da können wir so viel Glas machen. Ich stelle die Autos dann wieder in gerader in die Mitte, ne? Das hat schon Sinn gemacht. Halt, du hast noch die Solanium, die kannst du auch noch reinmachen in den guten. Nächste Folge, Leute, wenn wir hier unten sind auf dem Planet, können wir. Mache ich das alles noch richtig? Jo, das kannst du mitnehmen, das andere kannst du dann später verkaufen. Nächstes Mal, wenn wir hier unten sind, Leute, stelle ich die Fahrzeuge in die Mitte plus einmal eine komplette Ernte hier rausholen. Schön, ich will am liebsten ja auch gar nicht weg gerade, ne? Aber mich reizt es natürlich ungemein, dass wir die Abyss-Quest-Reihe kriegen. Deswegen mischen wir jetzt mal dieses Ding mit rein. Ich glaube aber fast, dass ich die Quest fertig machen muss. Da kamen ja sehr viele Hinweise. Denk mal, das passt dann schon. Einmal Uran, dann haben wir hier ein bisschen was zum Auffüllen, das war klar. Dann gehen wir hier rein. Ich würde sagen, wir hauen die komplett rauf. So, dann springen wir einfach. Was wir natürlich kurz machen können, Leute, wir suchen uns einfach Systeme, bei denen wir noch nicht waren, mit Raumstationen. Dann kann ich meine Rucksackplätze gleich ein bisschen aufpolieren. Und zwar die Frachterplätze und die normalen. Ich habe keinen Funkspruch, also gehe ich davon aus, ich kriege jetzt auch keine Abyss-Quest-Reihe. Ist in Ordnung. Aber ich habe momentan keinen Bedarf an Orbital. Ach, da hat es das jetzt hingebeamt. Okay, ich will aber hier einfach nur raus. Das hat er uns markiert. Und, ah, zur nächsten Atlas-Station. Ja, dann lasst uns doch mal hier hinspringen. Dann springen wir mal hier hin, Leute. Holen uns den Rucksack, fliegen weiter, würde ich sagen. Die Atlas-Station können wir irgendwann mal einbauen wieder, wenn wir mal wieder Bock haben auf die Questreihe, ne? Ah, schön. So mag ich es natürlich auch. Schöne Runden, ein bisschen was gebastelt an der Base, losgeflogen. Ein bisschen Energie raus. Kutuelem System. Jetzt ist natürlich die Frage, ich könnte auch überall landen, aber das ist gerade nicht so. Es sei denn, ich finde irgendwas ganz Außergewöhnliches. Wir könnten aber einen Sprung auch machen in ein rotes System oder so. Hätte ich schon auch böckeln. Scanner wird aufgeladen. Ich will doch wissen, was mich da. Dibri. Ein Debris-Debris-Planet. Geile Geschichte. Ganz da hinten ist ein Mond. Will natürlich ausschauen, Euderle. Mond von unbekannter Planet. Gleich nicht mehr. Neptuni, wie goldig, Leute. Katastrophales Terraforming. Neptuni. Ist da ein Loch drin? Oder ist das ein Asteroid hier? Ich schätze mal, oder?
Ja, Leute, schädlicher Planet. Ist das... Was ist denn das hier? Das sieht aus, als wäre da ein Loch. Ah, ne, siehst du? Die waren bloß im Licht. Ich dachte gerade, da ist ein Loch drin. Gut, 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 passt schon. Also, Raumstation haben wir gesagt, kurz. Ja, das machen wir. Dann haben wir Rucksackplätze. Dann haben wir später den Erfolg. Der ist ganz wichtig. Ne, jetzt muss ich noch dreimal warpen, Leute. Und dann habe ich den nächsten Riesenstein. Und dann sehen wir es ja, ob es bei mir auch passiert. Wie gesagt, in den Kommentaren stand das als Beispiel. Da kann man es ja mal durchprobieren, Schwinn. Schaden tut es ja nicht, wenn wir die Milestones einsammeln. Sag ich jetzt mal. So, hier kennen wir uns ja aus. Wir brauchen im Prinzip... Nicht da oben kurz was gucken, ich weiß es nicht. Boah, Alterle. Das ist, wenn er das eine Weile nicht macht, dann verliert er hier so ein bisschen das Movement, der Gute. Dann wolltest du auch gar nicht hier hoch, gell? Doch, den Nip wollte ich verkaufen. So, pass auf, das machen wir gleich, dann ist der schon mal weg. Lalala. Gegenstände aus deinem Inventar verkaufen, ja bitte. Und zwar möchte ich aus meinem Inventar loswerden das Taublatt. Jetzt geht's Geld wieder hoch. 9 Millionen 500. Bald habe ich das erste Mal 10 Mille auf dem Konto, Leute. Okay, Portal ist klar. Ich gehe kurz die Tische durch. Aha, aha. Bist du gerade aus dem Tisch rausgefahren? Da drüben ist es. Das hier will ich. Na, die Dings. Navigationsdaten, yippie. Oh, die ist auf jeden Fall eine Frau hier, oder? Taglöhner, Kui, Kettel. Die haben aber auch Namen, Leute. Refatti. Ah, Refatti, der Direktor Refatti, dieses Mal aus dem italienischen Gag-System Refatti. Und hier haben wir Handelsgesandter Sotokumero. Sodoku? Sodoku? Geile Geschichte. Ah, gut, das kannst du ja nicht aussprechen zum Teil. Der wirkt auch ganz witzig hier. Direktor Ode. Alles klar, wenn man natürlich das jetzt in jedem System so machen, wenn man das heute nicht schaffen mit den Warpsprüngen. Aber... Haben wir das überhaupt schon mal gemacht? Guck mal, da kommt gar kein Schiff. Bei den Gags ist nie so viel los irgendwie. So, da ist noch so Würfele. Schnappen wir uns natürlich. Boah, Navigationsdaten. Warum bloß Navigationsdaten? Wir bräuchten eigentlich ein paar Nanithäufchen. Nach Multitools gucke ich schon gar nicht mehr. Da bin ich sowieso jedes Mal dann einfach nur... Der ist auch gut. Der ist your Rutfel. Ist your Rutfel. Also, pass auf. Ich würde sagen, wir fangen mit dem... Frachting. Oh nee, das ist schön, Leute. Das kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Bäm. Schön, haben wir das Täschle ein bisschen aufgefüllt. Saugut. Weiter geht's. Nächstes System springen. Ah, bei den Gags ist nie was los. Baring. Wow, ist das ein Teil. Wieso wirkt denn der so? Ist der anders gefärbt? So einen habe ich auch noch nicht wirklich wahrgenommen. Geil, die Kap. Radkappe hier, verstehst du? Gegenstand von Lebensform kaufen. Lass mich gucken, was du hast, mein Freund. Ferritstaub, Salz, Verrostete Metalle, chromatisches Metall, Paraffinum. Gutes Angebot, aber nichts für mich dabei. Ich gucke jetzt auch nicht alle durch, Leute. Wir zischen weiter. Sehr schön. Einfach mal ganz gemütlich hier ein bisschen rumwarpen. Jetzt haben wir uns schon mal die Atlasstation ein bisschen freigelegt, praktisch. Soll man ein rotes System mitnehmen? Gobor. Sollen wir uns ein rotes System mitnehmen? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir hier auf jeden Fall. Ein rotes könnten wir uns echt mitnehmen. Die nächste Atlasstation ist praktisch hier unten. Was ist denn das da? Indiumbetrieb, das haben wir natürlich nicht. Otomni. Da haben wir praktisch jetzt nichts Außergewöhnliches im Moment. Da oben wäre wieder ein roter, glaube ich. Ne, ist kein roter. Käsenum-System. Käsenum? Da wollen wir doch mal reinschauen, was Käsenum ist. Käsenum, Leute, bin ich mal gespannt. Im Moment bin ich auch nicht auf der Suche nach einem neuen Planet, sonst würde ich tatsächlich öfters mal runtergehen. Ziel ist klar. Oh. Oh. Der Polo ist hier zugegen, glaube ich, Leute. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen vorhin. Sag mal, haben wir den schon entdeckt hier? Nee, ich scanne das mal eben, das Ding. Ungelial. Leerer Planet. Da müssen wir natürlich gucken. Einen leeren Planet habe ich mir jetzt so nicht in Erinnerung. Jetzt muss ich kurz warten, bis die Anomalie weg ist. Ein leerer Planet, Leute.
wäre es fast interessant zu wissen, was die anderen Planeten so drauf haben. Da hinten ist noch einer in weiter Ferne. Ein leerer Planet. Ich schätze mal, dass das halt einfach nur eine Kugel ist, oder? Pardenubtau, unwirtschaftlicher Planet. Okay, das haben wir schon mal gelesen und auch besucht. Der sieht wieder so erdemäßig aus oder musterhausenmäßig. Boot-like, faulender Planet. Okay, so viel dazu. Dann haben wir hier noch die Geschichte. Ein leerer Planet. Leute, ich bin gespannt. Da gehen wir auf jeden Fall kurz runter. Tigortlaur, Gosch. Sengend heißer Planet, sehr schön. Ein leerer Planet, alles klar, jetzt pass auf. Doch, da gehen wir gleich runter. Wir gehen gleich zum leeren Planet runter. Und von dort aus zur Raumstation und dann sind es noch zwei Sprünge, glaube ich, oder? Ich kann ja mal kurz reingucken. Milestones und 38 Mal gewarpt. Also noch zweimal, das schaffen wir heute. Wenn nicht, dann warpen wir beim nächsten Mal, farmen ein bisschen und dann passt es schon. Ungelial. Ungelial 13, ah okay, das, ich erinnere mich an so eine Struktur. Da ist nicht wirklich witzig hier, ne? Die Frage ist immer, warum ist ein Planet leer? Wenn man Glück hat, liegen hier Technologiemodule rum. Der wirkt arg langweilig, Alter, oder? Oh, der wirkt arg langweilig. Oh, wow, oh, wow. Oh. Guten Tag. Stickig, durchschnittlich, Flora nichts, Fauna mangelhaft. Gut, so ist es halt. Ein leerer Planet. Und auch der hat irgendwie eine Atmosphäre. Also so irgendwie, irgendwas hat er halt. Und wenn es nur das Leere ist. Sauerstoff, Natrium, ist wirklich ein bisschen karg. Es ist wirklich etwas karg. Kupfer hat er. Kein Technologiemodul zugegen. Oh. Summendes Ei. Na, irgendwas hat er. Guck mal, die Steine kennen wir hier schon. Die bringen nur leider nicht so viel Knete, Alter. Alles klar, komm, wir hauen ab, Leute. Sonst werde ich sedil. Dein Raumschiff. Ungelial 13. Also gut. Raumstation. Drauf zufliegen. Markieren. Ungelial. So, meine Lieben, zweimal warpen noch. Jetzt kaufen wir hier den Slot für... Jetzt machen wir die Frachter-Slots voll, würde ich sagen. Stopp, 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 Alter. Hier rüber. Yes. Ungelial, Ungelial. So, meine Lieben. Käsnem... Was? Käsenum? Käsenum halt. Verkaufen müssen wir nichts. Einkaufen müssen wir eigentlich auch nichts. Ich darf nur nicht in die falsche Richtung rennen jetzt. Ja, das passt doch. Das ist jetzt einmal durchgezogen. Dann sehen wir tatsächlich, das können wir heute schon abhaken. Ist da was dran bei mir, also im Spielstand? Wenn man jetzt einen älteren Spielstand... Naja, älter ist nicht... Wir gucken einfach, ob es klappt jetzt. Mit diesen 40 Mal Warpen, ob das auch ein Trigger sein könnte. Wie heißt denn du? Beaver. Beaver ist jetzt ein geiler Name für einen Gag, finde ich. Beaver. Hey Beaver, ich habe deine Frage. Ach, jetzt macht er dann die Reihe runter. Wäre halt schon toll, wenn man die kriegen würde. Aber wir machen erstmal hier weiter. Peringa und Katzenga, ich danke dir, Beaver. Weiter geht's. Zwei Sprünge noch. Oder sollen wir noch einen Sprung machen? Raumstation und dann in ein rotes System? Dann haben wir aber keine Wiederherstellungsmodule, ne? Ne, machen wir andersrum. Wir springen jetzt in ein rotes System, scannen die Planeten und dann schauen wir mal, ob da was dabei ist, was uns interessiert. Dann gehen wir runter und von dort aus starten wir dann die nächste Folge. Dann haben wir beides. Planetle entdecken, gemütliches. Und wir können dann noch nach Modulen suchen. So machen wir das, Leute. Grad gebunkt. Wenn ein rotes erreichbar ist und in der Nähe. Das ist kein rotes hier, oder? Johasch. Es sieht aber rötlich aus. Es sieht aber rötlich aus, ne? Ja, ja, das hat auf jeden Fall eine andere Farbe. Das besuchen wir, Leute. Da springe ich jetzt hin. Drei Planeten sind es. Einen suchen wir uns raus. Und dann ist noch ein Warpsprung offen und dann wissen wir es beim nächsten Mal und dann ist gut. Sind wir echt jetzt schon 40 Mal gewarpt? Johasch Hoss System, Euklid-Galaxie, neue Entdeckungen. Ich bin gespannt. Oh, das sieht schön aus, Leute. Ist das ein cooles Bild? Ist das gerade ein cooles Bild?
Alter, das wirkt gerade, da gibt es bestimmt einen Namen, wie diese Art Comic heißt. Oh, ist das cool. Das wäre jetzt sowas mal. So, wenn ihr so Bild mal erwischt oder so, Leute, ruhig in die Galerie hochladen. Das gefällt mir jetzt richtig gut. Hat was, oder? Diese Farben, es erinnert mich irgendwie an Sin City. Ich kann euch nur nicht sagen, warum. Etoshtu, Planet mit geringer Atmosphäre. Okay. Das hört sich jetzt nicht außergewöhnlich an. Geringe Atmosphäre. Endo 2, unfruchtbarer Planet. Der Endo 2. Die zwei haben wir jetzt. Und da muss aber noch ein dritter irgendwo sein, da drüben. Gott, es wirkt hier richtig stickig, dampfig. Der sieht auch nicht so gesund aus. Ich glaube, da ist jetzt nichts wirklich Außergewöhnliches. Cinioni Tau. Dürstender Planet. Dürstend hört sich für mich nach was Besonderem an. Da gucken wir. Ein dürstender Planet. Ein Planet, der Durst hat, der Leben zieht, der Wasser vielleicht sauft, wer weiß. Ein dürstender Planet. Dürstender. Wahrscheinlich etwas Furztrockenes. Wie lang ist denn die Reise dahin? Das dauert schon eine Weile, ne? 17 Sekunden. Die Farben gefallen mir unheimlich gut jetzt so im Hintergrund. Das finde ich super grell. Dürstender Planet. Ich habe so das Gefühl, also von jetzt an sieht er aus wie der letzte, den wir besucht haben, den leeren Planeten, ne? Wenn man jetzt hier so guckt. Oder scheint Berge zu haben, der Gute. So, Alter, nach der Wolkendecke bitte direkt Energie raus. Ich will auch ein bisschen drüber fliegen heute mal. Jetzt Energie weg. Energie weg, Alter. Okay, jetzt haben wir das tatsächlich das schon mal gesehen, ne? Diese Dinger haben wir schon mal gesehen, Leute. Wow, ist das eine Landschaft. Ja, aber die Strukturen, die der Planet jetzt hat, hier, diese Blumen in Anführungszeichen, die kennen wir, ne? Krasse Geschichte. Wir gehen trotzdem kurz gucken. Die scanne ich halt kurz ab, Leute. Dann hauen wir beim nächsten Mal hier direkt wieder ab, würde ich sagen. Schauen wir mal eben, wie hier die Drohnen und so drauf sind. Ein dürstender Planet. Blutrote Hitze. Entspannt, reichhaltig, unzureichend Fauna, aber reichhaltig Flora. Krass, ne? Ja, scannen, Alter. Ein Mineral bringt bloß 200, ne? Ja, ist halt so. Kann ich die nicht scannen hier, die Schweber? Nee. Und den haben wir noch nicht. Was mich jetzt interessiert, wenn der hier redet davon, dass eine, wie hat er gesagt, reichhaltige Flora. Bei reichhaltiger Flora denkt man doch aber eigentlich automatisch, da müsste jetzt alles vollstehen hier, ne? Lebenserhaltung bei 50%, da ist er Höhl. Das sind schon Vögel da oben oder irgendwas, ne? Also, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Wir stehen jetzt praktisch kurz davor, den nächsten Meilenstein uns zu holen. Milestone für 40 Mal Warpen. Danach könnte eventuell, wenn es ein Trigger ist, tatsächlich die Abyss-Quest-Reihe losgehen. Wenn nicht, müssen wir uns tatsächlich wieder an unsere alten Quests. Leute, müssen wir uns an unsere alten Quests rein. Vierblättrige Kleeblätter sehe ich da unten. Und eine Drohne. Mochlid. Da hopfe ich jetzt kurz rein. Das interessiert mich jetzt aber. Oh. War das zu hoch, Alter? Hier ist doch das blühende Leben. Hier sind die Kürbisknollen. Allerdings schon gescannt. Sehr interessant. Machen wir das Lämple an. Geht nicht. Oh, wow. Oh, das mag ich, wenn die da so rumhängen. Was sind denn das hier für Lichter denn? Guck mal. Oh, es ist schön. Das hätte ich auch gerne daheim, so eine Höhle. Ist nicht alles scannbar.
Hier, bestimmt Kobalt, oder? Oder? Mein Freund, bist du Kobalt? Die sind super hier, die Kleeblätter. Alles klärle. Komm, guck mal ein bisschen um die Ecke rum. Das ist ja echt eine schöne Höhle gerade. Moment. Hier ist Kobalt, ne? Ja, ja, siehst du? Ich merke mir wenigstens ab und zu mal was. Höhlenkürbis ist klar. Die Pilze hier, die sind eher Deko. Krasse Geschichte. Habt ihr das auch gehört? Ja, du kommst hier nicht durch. Das haben wir schon mal gehabt, Alter. Das ist, glaube ich, vom Lied, ne? Ich dachte gerade, es hört sich an, als ob oben Zug fährt. Also, meine Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Einsprung machen wir noch. Einmal Rucksackplätzle noch ein erweitertes holen. Und dann bin ich zufrieden. Und dann weiß ich da erstens mal drüber Bescheid, ob das geklappt hat. Und zweitens mal haben wir ein bisschen Taschenplatz dazu gewonnen. Das schadet nicht. Lass mal kurz gucken, wie steht es mit unserer Kohle. Wir sind immer noch bei 9 Millionen, haben Taschenplätze gekauft. Passt. So. Noch eine schöne Woche, einen schönen Verlauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wie immer um 18 Uhr, Leute. Ich freue mich auf euch. Bis bald.